Da hatten sie noch gute Laune, die Gladbacher Fohlen. Deutscher Meister 1971, die Borussia von Bökelberg. Auch im Europapokal totale Euphorie, ein unglaubliches 7:1 gegen Inter Mailand im Achtelfinale. Es gibt ja so Tage, Mannschaft im Rausch spielt, alles gelingt, es war einmalig. Und dann das traurige Ende. Kurz vor dem Abpfiff liegt plötzlich ein Italiener am Boden, wie schwer verletzt. Angeblich getroffen von einer Cola-Dose. Niemand hat es gesehen, niemand weiß, wie es wirklich war, bis heute. War es eine Schwalbe oder war es echt eine Verletzung? Also ich möchte auch nicht aus vollem Lauf eine Büchse an den Kopf kriegen. Ja. Schönes Kasper-Theater. Da weiß ich noch, da dachte ich noch, oh, das ist nicht gut. Die Italiener, das können die, da holen die was raus. Boninsegna krümmt sich minutenlang. 7:1, normalerweise wäre Mailand raus. Wenn er das bewusst gemacht hat und absichtlich und wusste, wenn er das macht, dann gibt es einen Wiederholungsspiel, war das auf der anderen Seite auch wieder ziemlich clever, muss man sagen. Das war eine leere Büchse, da schmeißen sie keine Feder schmeißen sie damit um. Und da, wie ist der Boninsegna, der fällt da um und spielt den toten Mann. Auch wenn ganz Mönchengladbach es bis heute nicht wahrhaben will, das passende Corpus Delicti haben die Mailänder parat. 7:1 hat die Borussia gewonnen, hat nichts genutzt. Das Spiel wurde annulliert. Und damit wurden die um eine fantastische Nacht betrogen am Ende. Das Wiederholungsspiel endet 0:0, die Borussia ist raus und Boninsegnas Name darf bis heute in Mönchengladbach nicht mehr erwähnt werden. Die lange verschollene Cola-Dose steht übrigens inzwischen im Fußballmuseum des belgischen Schiedsrichters.